Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal an der Fort Hagen Füllstation stehen geblieben, einer Red Rocket Station, die wir entdeckt haben. Als wir uns ein bisschen zu weit, glaube ich, nach Südwesten vorgewagt haben. Und hier ist auch noch im Hintergrund tatsächlich wohl das Fort, von dem hier im Namen die Rede ist. Nun gut, ich würde sagen, wir setzen mal unseren Weg in Richtung Grey Garden fort, denn da sollten wir ja eigentlich hin. Wir sind so ein bisschen abgekommen in der letzten Folge. Naja, da hat der Entdecker dran gesiegt. Und wir werden uns mal auf den Rückweg machen. Ich hoffe, ja, doch, das muss hier richtig sein. Das war das, wo wir gegen die Plünderer gekämpft haben. Das war auch sehr interessant. Eigentlich wollten wir den Plünderern bloß gegen die Raider helfen. Oder gegen den Raider. Nee, waren ja mehrere. Und, tja, das hat nicht so gut funktioniert. So, also, wir werden uns mal auf den Weg machen. Irgendwie müssen wir wieder in Richtung des Questmarks, aber wir hatten ja so einiges Interessantes unterwegs entdeckt. Und naja, so landet man dann im Ödland halt wo ganz anders. So, ach ja, da ist wieder der interessante Verschlag mit den Propangasbehältern, den man so lustig durch die Gegend schießen kann. Gut, so, wir werden uns mal auf den Rückweg machen, denn wir hatten ja noch was entdeckt. Das würde ich mir auf jeden Fall gerne noch anschauen gehen. Und das müsste jetzt irgendwo da unten sein. Wo ist denn das? Genau, hier vor uns muss das sein. Wir hatten ja noch so eine Art Raider-Lager oder so entdeckt. Ja, war auf jeden Fall entsprechend dekoriert. So, hier scheint auch noch irgendwo zu sein. Nee, das ist bloß so, indem man seine schmutzige Wäsche zum Trocknen aufhängt. So, Dogmeat hat Spaß im Ödland. Okay. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir uns dem bei Tag nähern. Und vielleicht irgendwie vielleicht von oben. Ja. Das scheint ja hier möglich zu sein. Oh, mal schauen. So, müsste ja irgendwie hier sein, genau. Oh, hier links haben wir noch einen See. Okay. Da sind Eier. Oh, oh. Na, das läuft doch wieder auf irgendwas raus. Irgendwas garantiert Meyerlocks. Wie wir sehen, ob wir uns das angucken müssen. Naja, doch, wenn wir schon hier sind. Machen wir das wieder ganz in Ruhe und entspannen und kicken uns das an. Ich befürchte mal, wir werden es hier gleich mit irgendwas zu tun bekommen. Mal sehen. Da sind hier Leger. Gut, schauen wir uns erstmal. Nee, Moment. Da ist tatsächlich ein Meyerlock. War ja klar. Oh, wir haben zwei. Wir müssen vorsichtig sein. So, die sind ja doch ein bisschen unangenehm. Und wir haben auch mal so Schlüpflinge. Okay. Au. Ich würde mal die Schlupflinge mit der Machete weg. Oh, jetzt verstrahlt uns hier aber ein bisschen. Und wir nehmen nochmal die Impro raus und dann versuchen wir mal den hier wegzukriegen. Oh, das macht aber nicht so wirklich viel Schaden gegen die. So, dann würde man mit der Schrott. Oh ja, das wäre ganz gut. Naja, gut, auch oh, nicht so doll. Aber wir sind jetzt bitte zwei haben hier von unordentlich Schlupflinge dazwischen. Nicht gut. Ja. Okay, der geht aber ganz gut. Also die Schrotflinte haut da ganz gut durch den Panzer offensichtlich. Na, jetzt müssen wir das Gelände ein bisschen ausnutzen. Oh, die hängen jetzt da vorne erstmal. Das ist gut. Kommt mal der eine Schlüpfling. Oh, kriegt der mit der Machete. Oh, der hat nichts dabei. So, können wir mal die Schrotflinte wieder rausholen? Wo sind jetzt die beiden hin? Haben die jetzt Angst gekriegt? Hm. Wer hat hier vor wem Angst, ist die Frage. Da ist noch ein Schlüpfling. Oh, ungefähr so spannend wie eine Maulwurfsratte. Obwohl, noch unspannender. Wo sind denn jetzt die Meyerlocks hin? Also sie sind noch nicht tot. Dogmeat da hinten am Boden und heilt sich nicht. Da ist was. So. Gut, die geht ja ganz gut mit der Schrotflinte. Muss ich mal, ich bin ja sonst kein Schrotflinten-Fan, aber gegen die Meyerlocks scheint ja was aus, scheint die richtig was auszurichten. Versuchen wir es mit dem wegzumachen, genau. Der war ja schon angeschlagen. Okay. Gut. Und gleich erledigt, wenn er sich damit Dogmeat beschäftigt, hilft es. Sehr schön. Halt die Sache mit den zwei Meyerlocks. Gut. Ich glaube, die haben ein bisschen ihr Schrecken verloren. Gut. So, aber naja, gut, zwei Schuss in der Schrotflinte ist nicht so doll. Na gut. So, hier gibt es noch weitere Meyerlock-Gelege, wie es aussieht. Da kriegt noch ein Meyerlock aus dem Boden springt. Wir werden erstmal Eier einsammeln und wir kriegen einen weiteren Schlüpfling. Und noch eben. Gut, können wir mit dem Kolben machen. So, das geht natürlich auch. So, wartet das. Gut. So, noch ein paar Eier. Dann können wir noch ein nettes Omelette machen. So. Und vielleicht drei Schlüpflinge auf einmal. Das ist die Sache hier. So, und noch weitere Eier. Mal sehen, ob wir noch einen Schlüpfling kriegen. Ne, hier nicht. Okay. So, wartet das hier.
Nee, da ist noch ein Koffer. Da gehört das aber nie dazu. Eine Melone. Können wir Meyerlurk-Omelette mit Melone machen. Oh, da hinten ist ein Kronkorkenvorrat. Ganz schlecht zu sehen. Aber wir haben ihn gefunden. Nett. So, 22 Kronkorken. Hervorragend. So, haben wir hier noch was? Da ist noch was. Stimmt. Ich habe schon ganz am Anfang gesehen. Genau. Meyerlurk-Ei. Oh, die können wir noch einsammeln. Gut. Drei Eier sind hier schlüpft. Drei werden jetzt verkocht. Da ist nämlich auch eine Kochstelle. Sehr schön. Knochen des rechten Beines. Nee, ich meinte. Nee, Knochen des rechten Fußes auch nicht. Kochstation, genau, das meinte ich. So, was können wir denn machen? Wir sollten eigentlich ein paar Eieromelettes machen können, denke ich. Ja, wir können auf jeden Fall mal hier röstetes Meyerlurk-Fleisch machen. So, sehr schön. So, und hier haben wir das Eieromelette. Hervorragend. Können wir viermal machen, so wie es aussieht. Sehr nett. Ah, dann geht uns aber das Wasser aus. Schade. Gut. Aber zum Glück verdirbt das Zeug ja nicht. So, sind wir fertig hier. Oder können wir noch irgendwas machen? Nee, sieht nicht so aus. Nee. Okay, sind wir wohl fertig. Genau. Okay. Gut, wartet die Sache mit den Meyerlurks. Sehr nett. Ah ja, dann können wir auch gleich mal. Ha. Wir haben das wieder in der letzten Folge machen. Gerade noch durchs Ödland gesprungen. Jetzt schon hier gekocht und gleich hier essen. So, sind denn die Meyerlurk-Geschichten hier? Ihr röstet das Meyerlurk-Fleisch. Dann essen wir das erstmal. Dann tun wir nicht was für unser HP. So. Wartet. Können wir die hier zurücklassen? Erledigt. So, und jetzt wollten wir da hinten so den Bunker. Sag ja, typisch Ödland. Man sieht irgendwas und schon zack. Ist mal wo ganz anders, wo man eigentlich gar nicht hin wollte. So, ja, da drüben, das ignorieren wir jetzt mal, dass da noch offensichtlich eine kleine Kirche oder so ist. Hat man ja beim letzten Mal auch schon, glaube ich, gesehen, unten in der Navigation. So, da unten haben wir offensichtlich ein etwas größeres Raider-Camp, so wie das aussieht. Schauen wir uns das mal an, sind wir mal vorsichtig. Scheint aber verlassen zu sein, so wie das aussieht. Ich sehe ja keinen. Aber bewegt sich irgendwie nichts, nö. Oh, keine Gefahr. Doch, da bewegt sich was. Da ist einer. Ha. Von wegen. Ist das ein Raider oder ist das was anderes? Ich würde überhaupt nicht, ist ein Raider nach dem Camp zu urteilen. Na, mal sehen. Hier ist eigentlich eine einzige Position hier oben. Mal sehen. Ist das ein Raider? Das sieht eigentlich aus wie ein Plünderer, würde ich sagen. Mal sehen. Noch haben wir nicht irgendwie im Visier oder hier der HP-Balken nicht angezeigt. Oh, jetzt wurden wir wohl entdeckt. Okay, der ist aggro auf jeden Fall. Ist es ein Raider Psycho? Okay, also dann braucht man keine Vorsicht walten lassen. Oder zumindest. Okay, na dann versuchen wir mit dem Jagdgewehr mal zu kriegen. Oh, wo ist er jetzt? Oh. Nee, ich glaube, ist die Aktivierung angelegt? Ja, okay, klang gerade so falsch. Oh, das hat aber eine Schlappheizung auf die Entfernung. Oh, wenn man da links ist noch irgendwas, das sich bewegt. Ein Hund. Ein Kampfhund, okay. Oh, da ist ja noch ein Raider-Zeug. Hat der sich jetzt aber eine Power-Rüstung geholt? Das ist der, den wir schon angeschossen haben. Oha, und da schießt noch irgendwas anderes auf uns. Jetzt ziehen wir uns mal ein Stückchen zurück. Aber wenn er in einer Power-Rüstung kommt, da hätten wir unsere mitbringen sollen. Wo ist denn der jetzt hin? Da. Kampfhund erstmal. Oh, der hält aber ein bisschen was aus. Mal gucken, was der so der Schrotflinte sagt. So, ja, die Schrotflinte. Sieht ganz gut aus. Hervorragend, der ist erledigt. Und da kommt der Raider Psycho. Der ist aber ein Wilm. Oh, der hatte T45. Aua. Aua. Hat nur. Okay, was uns hier mit der Rotz. Au, wir nehmen mal ein Simpack. Wir haben noch einen Hund offensichtlich. Nein, die gegen Power-Rüstung ist natürlich mit der 10 mm. Nee, so wie, oh, wir brauchen noch ein Simpack. Wo ist eigentlich Dogmeat? Der scheint gerade nie da zu sein. Das ist jetzt aber ungünstig hier. Erstmal nachladen. Wir laufen erstmal ein Stück. So, oh, hier ist noch ein Safe. Okay, später. So, Stimpack. Und dann kümmern wir uns mal um die. Na, so ist der Technik nie nachgeladen. So, jetzt aber. So, wir machen glaube ich erstmal den Kampfhund. Nee. Ja, ich glaube, wir machen den Raider Psycho. Der steht schließlich direkt vor uns. Oh, der zieht aber nicht wirklich viel ab. Ja, wir leben noch. Ha. So. Oh, der haut aber drin. Ja, nicht. Ja, nicht wirklich. Naja, ein bisschen Kraft hat er. Wahrscheinlich aber durch die Power-Rüstung. So. So, jetzt nehmen wir nochmal ein Stimpack. Stimpack, gut. So, jetzt sind wir noch der Schrotflinte.
Ja, das sieht doch gut aus. So, der ist erledigt. Oh, der mit dem Kreuzschlüssel zu. Na, so weit. So, können wir jetzt die T-45-Teile mitnehmen? Die brauchen wir nicht. Wir haben ja welche. Und das ist jetzt gerade eine ganz ungünstige Situation. Eigentlich müssten wir die mitnehmen. Hm, naja. Wo ist denn eigentlich Dogmeat jetzt hin? Den können wir die ja vielleicht andrehen. So, looten wir erstmal den Kampfhund hier. Fleisch vom Mischlingshund, Spielzeugauto, Hundehalsband. Und da ist auch Dogmeat. Sehr schön. Dann würde ich sagen, packen wir uns mal die T-45-Teile ein und geben die mal Dogmeat. Ich hoffe, das geht. Ach nee, wir hatten uns ja bei ihm. Wir hatten uns ja schon ausgelagert bei ihm. Das ist gut. So, das war jetzt aber keine schöne Sache hier, dass hier gleich in der Power-Rüstung ankommt. Naja, so viel für den geplanten Angriff hier. So, hier haben wir einen Safe. Nee, der brauchen wir verbessert. Das Schlosserknacken für, das können wir noch nicht. Schade eigentlich. Da entdeckt man sowas schon. Dann kann man es nicht aufmachen. Also um Schlosserknacken müssen wir uns definitiv bemühen. Wir sollten auch langsam mal wieder ein Level-Up haben. Das zieht sich ganz schön hier. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, na gut, da ist noch ein Stückchen offen. Na gut. Na, mal sehen. Ah ja, hier ist der andere Hund gestorben. Was hat der noch dabei? Kronkorken, einen einzelnen. Fleisch vom Mischlingshund, eine leichte Hunderüstung. Gut. Ah, brauchen wir keine neue. So, Dogmeat. Das ist hier ganz vorsichtig offensichtlich. Der schleicht ja eher. So, hier war da noch ein zweiter Raider. Gut. Also, dass der hier gleich der Powerhouse auf uns zukommt, damit hätten wir ungerechnet. Na gut. So, noch inner? Aha, wir haben erstmal das Lager entdeckt. Ein staatliches Vorratslager, okay. Das ist eine alte Militäreinrichtung wohl. Und da ist definitiv noch was. Non-Raider-Zeiko. Oh Gott, ich hoffe, der kommt jetzt nicht ohne eine Powerrüstung. So, wir laden erstmal die Impro nach. Hm? Oh, da ist inner. Fällt ein bisschen was aus? Oh, wir haben hier Schütz. Da ist ein Schütz. Wir müssen drum kümmern. Okay, das geht nicht so gut mit der Pistole. Mal sehen. Sollen wir das mit dem Jagdgewehr mal? Ah, trifft hier auch uns nicht so gut, zum Glück. Oh, das geht ganz... Ja, das zieht auf jeden Fall mehr ab. Das ist ja ganz gut. Ah, unsere Rüstung hält auch ganz gut. Ja, schön. Oh, ist die Schütz erledigt? Hervorragend. Und Dogmeat, hast du noch irgendwas gefunden? Ne, okay, hat nur so gebellt. Sie freut, dass wir fertig sind damit. Nee, hier ist noch irgendwer. Irgendwer schießt ja noch. Da ist noch jemand. Schauen wir mal. Da. Noch ein Raider Psycho. Okay, der hat schön gesessen. Oh, der ist erledigt. Robotet war doch. Oh, der kam von rechts. Das soll aus der Richtung hier gekommen sein. Wo schießen die uns? Oh, mal gucken. Ich weiß nicht, ob das Watz irgendwas finden kann. Im Moment nicht. Da drüben. Ah, im Bunker offensichtlich. Aha, okay. Ah ja, da ganz hinten. Nee, da muss auch noch ein Zweiter sein. Da ist noch eine weibliche Stimme zu hören. Aber hier ist wirklich erstmal ein bisschen Deckung, das ist ganz gut. Da kann man ein paar Mal daneben schießen. Das ist nicht so schlimm. Ah, gut. Die Jagdgewehr ist auf die Entfernung dann also so mittlere, für mittlere Reichweite. So. Nee, da haben wir noch nicht gefallen. So. Na, braucht er noch einen Treffer. Jetzt ist er erledigt. Und irgendwas beschießt uns. Wir nehmen mal ganz kurz ein bisschen was für unser HP. Was haben wir denn da nette, dort wir essen können? Oh, Eichhörnchen am Stiel. Fleisch vom Mischlingshund, nee, wenn ich gekocht wäre, würde man nehmen. Gegrillte Radkakerlake, das klingt doch super lecker. So, das sollte erstmal reichen. Ja, das sieht ganz gut aus. Und da vorne ist offensichtlich noch jemand. Noch zwei. Oh, da ist er direkt. Oh, hat man einen Kopf geschossen. Mal die Impro wieder raus. Oh, da oben ist noch ein Geschütz. Oh, Dogmeat hat sich den wohl geschnappt. Ja. Oh, nicht nachgeladen, das ist immer ungünstig. So, der ist erledigt. Und wir haben noch einen Geschütz. Und das müssen wir uns unerkümmern. Das zeigt doch, das ist irgendwie eine schwierige Angelegenheit oder so eine größere Angelegenheit. Denk mal, wie man hier an der Seite lang. Genau, dann kommt man hier an den Geschütz ran, ohne dass es erwischt, würde ich behaupten. So, probieren wir das nochmal mit dem Jagdgewehr, den Geschütz zu kriegen. Der Ding ist ja ganz gut. Muss da oben sein, genau. Das funktioniert mit der Deckung hier, sehr schön.
So, gleich erledigt. Können wir noch da 10 mm einen Rest geben. So, erledigt. So, aber wir müssen noch jemand sein. Genau, da ist noch ein Symbol unten rechts. Na? Aha. Okay, weiter unten. Mal die Impro-Pistole. Ah, hier ist noch ein Bunker. Mhm. Muss da drin sein? Hab sie verloren. Na, dann ist ja wieder. Ah, da ist nochmal Red Abschaum. Da. Da. Komm mal her. Nicht verstecken dahin. Ah, Doki ist. Oh, Doki steht im Weg. Erledigt. Und jetzt war auch beim Verstecken. Genau. Erledigt. Sind wir hier durch. Haben wir die Uhr alle. So, die hat die ja dabei. 38er Patronen, eine Impro-Pistole und eine Lederkombo. Nee, brauchen wir nicht. So, hier haben wir noch ein Terminal, so wie das aussieht. Ein Vorratsempfangsterminal. In Ordnung. Jetzt würde ich aber sagen, wir schauen uns erstmal ein bisschen um, bevor wir uns die Terminal und so weiter anschauen. Vielleicht ist hier noch irgendwer. Hier haben erstmal noch 10mm Patronen. Klebeband Schlosserhammer, sehr nett. So. Dass wir noch mehr erschossen haben. Haben wir die alle schon gelootet? Ich glaube nicht. So, gucken wir mal. Ja, genau, stimmt, hier in dem Bunker war noch einer. Da liegt einer, genau. 5 Schrotpatronen. Eine kurze doppelläufige Schrotflinte. Ist die besser als unsere? Nehmen wir die mal raus. So, jetzt haben wir die Schrotflinte angelegt. Nee, scheint genau die gleiche zu sein. So, was haben wir da? 45 genau wie unsere. Sehr schön. Okay. Können wir den Rest da lassen? In Ordnung. Noch eine Kiste, Splittergranaten, Redaway und eine Achterkugel. Okay. Hier haben wir noch ein Werkzeugkopf. Oh, da ist ein bisschen Munition drin. 308er Patronen, das ist für das Jagdgewehr sehr nett. Nehmen wir das mit. So. Hier ist noch eine Munitionskiste. 5 Raketen, die dürfen da bleiben. Und 38er Patronen. Gut, hätten wir das. Ja, hier ist Freimann nicht weiter in dem Bunker. In Ordnung. So, hier noch. Da hinten ist auch noch eine Kiste auf jeden Fall. Hier gibt es auch noch was zu essen. Creme, Dandyboy-Äpfel. Wir können uns ausruhen. Wollen wir hier nicht. So, dann haben wir hier Redex und eine Golduhr. Sehr nett. So. Haben wir das jetzt hier mal so langsam? Ach nee, hier müsste vorne noch eine liegen. Oh, hier liegt ja auch noch eine. Ein Rare Psycho mit 10mm Patronen. Eine 10mm Pistole. Ja, riskant da bleiben. Hier muss noch eh nie gestorben sein, glaube ich. Hier sind Blutspuren. Aha, da ist er. 10mm Patronen, auch nochmal dabei ein Schlagring. Und der Rest ist auch uninteressant. So, hier ist noch ein Verschlag hier oben. Gucken wir mal darin. Ich glaube, wir haben es jetzt wirklich. Hier ist keiner weiter, wie es aussieht. Hier gibt es noch einen Spind und noch einen Spind. Nicht drin, in Ordnung. Dann haben wir hier ein Psycho. Hier haben wir noch ein Terminal. Oh, hier ist auch ein Terminal. Aber das müssen wir hacken. Okay, das können wir noch nicht. In Ordnung. Verbesserte Hacken. Wir können oder das einfache Hacken. So, ich glaube, hier draußen haben wir das. Das waren also 2. Ne, Moment. Das sind 3. Hier hinten ist ja noch einer. Gut, da müssen wir noch da drüben hingehen. Man könnte da oben auch noch einer sein. Aber nee, ich glaube, die haben wir jetzt alle. Gut, was haben wir hier? Stange Zigaretten. Gut, können wir mit irgendwem tauschen oder so. Hier haben wir noch 308er Patronen. Ein Molotow-Kriterium und kurze Jagdgewehr. Brauchen wir nicht. Gut, dann war das. In On. Da waren wir mal drin. Wir waren in dem Bunker drin. Oh, aber da noch ein Fusionsgenerator. Tatsache, da ist ein Fusionskern. Hervorragend. So, na, den nehmen wir natürlich mit. Sehr schön. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. So, jetzt war hier unten in dem Bunker noch was. Da war ein Terminal. Dann schauen wir uns mal den Terminal an. So. Vorratsempfangsterminal. Staatliches Vorratslager, Zugangsterminal. Mhm. Staatliches Vorratslager, Benutzeranmeldung, null. Also, null. Gut, hier haben wir ein Memo. Ne, hier haben wir 2 Memos. Betreff Verbesserung der Sicherheit. An alle Mitarbeiter des staatlichen Vorratslagers. Als Reaktion auf aktuelle Ereignisse gelten für diese Einrichtung ab sofort verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Auf dem Gelände muss nun durchgehend ein Ausweis getragen werden. Zivilisten müssen eingeschleust werden und erhalten vorübergehende Ausweise. Dies gilt auch für Lieferanten und Fahrer, keine Ausnahmen.
Es werden strikte Bestandsaufnahmen des Nahrungsvorrats durchgeführt. Riskieren Sie nicht Ihre Stelle, indem Sie etwas entwenden. Ja, damit sind Sie gemeint. Aha. Okay, also wir wohl nicht, oder? Okay, ihr habt wohl irgendwelche Sicherheitsverletzungen. Denke ich mal, ist auch aus der Zeit vor dem Krieg. So, und jetzt haben wir hier noch eine dringende Nachricht. Mögliche Sicherheitsverletzung. Dringend. Sofortiges Handeln erforderlich. Eine Gruppe Zivilisten hat die Luke entdeckt, die in die alten Tunnel zu dieser Anlage führt. Eine einfache Überwachung dieses Zugangspunktes ist nicht mehr ausreichend. Es werden mindestens 3 Personen an diesem Punkt stationiert, bis wir eine bessere Möglichkeit finden, diesen Zugang zu sichern und ihn vollständig abzuriegeln. Außerdem möchte ich keine Beschwerden mehr über unsere Entscheidung hören, dieses staatliche Vorratslager in diesen Tunneln zu errichten oder welche Mühen es macht, sie im Nachhinein umzubauen. Die Entscheidung wurde innerhalb des genehmigten Budgets getroffen und Ende. Wir kümmern uns um diesen Zugangspunkt und die Einrichtung wird weiter ihren Zweck erfüllen. Danke für Ihre Mitarbeit. Okay. Gut, haben wir die Memos gelesen? Dann haben wir hier noch einen Eintrag für Lieferungen. Nächste geplante Lieferung. Blanco Lebensmittel, 23. Oktober, 15.30 Uhr. Lieferant Thomas Malkinson. Okay. So, und dann waren hier noch 2 weitere Einträge. Turmsteuerung und Scheinwerfersteuerung. Ich glaube, das können wir uns sparen, da reinzugucken. Ja, Scheinwerfer haben wir hier gesehen. Und Turmsteuerung. Ja, haben die Türme schon ausgeschaltet. Der noch einen Helm dabei, den man mitnehmen kann. Nee, das Skelett hat hier ein loses Handgelenk. Das sieht ja interessant aus. So, jetzt war ja von einem Tunnel die Rede, genau. Stimmt, hier war noch eine Tür. Okay, staatliches Vorsage. Ich glaube, wir haben wieder eine Instanz gefunden. Dann schauen wir uns die mal an. So, mal schauen, ob wir noch mehr Radar finden. Also zu quietschen zu hören. Blanco McSheese haben wir erstmal gefunden. Oh, wir holen schon mal die Waffe raus. Hier gibt's doch garantiert was. Das wird doch garantiert nicht unbewacht sein. So. Okay, gut. Also wo der Tunnel, von dem auch die Rede war. Okay, da vorne haben wir auf jeden Fall ein Dosenspiel. Und einen Scheinwerfer. Das ist nicht. Da ist tatsächlich jemand. Okay. Mal sehen, ob wir die erwischen können. Sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, nee, doch nicht. Okay, also wie von hier, oder? Jetzt lassen wir sie mal rankommen. So, erledigt. Kommt der nächste. Da braucht sie da ja nicht erst verstecken. Ich glaube, wir sollten die Dosenspiele mal abnehmen. Und wir haben auf jeden Fall noch einen Schütz gefunden. Oder doch, mit halt ins entdeckt für uns. Wir nehmen mal hier die Dosenspiele ab. Die stören ja irgendwie. Ja, da ist noch ein Schütz. Und wir haben ein Level Up. Sehr schön. So, dann werde ich die Schütz weg. Dann kann nämlich doch wieder hoffentlich wieder aufstehen. So, erledigt. Oh, das war ja irgendwie zu erwarten, dass hier unten noch irgendwie Gegenwehr ist. So, der Radar-Abschaum hier. Hat 5 Kronkorken dabei, 38er Patronen. Okay. Oh, haben wir die Tür zugemacht? Oh, ist sie vielleicht irgendwie zugegangen. Kronkorken nochmal hier bei dem Radar-Abschaum und ein Stimpack, sehr nett. Okay, das brauchen wir nicht. Kann man eigentlich die Lampe mal kaputt schießen? Nee, schade eigentlich. Das war doch sehr störend hier. Oh, hier ist ja noch ein Gang nach rechts auch. Okay, wir schauen aber gleich erstmal nach links. Da wurde die Schütz stand. Das verspricht auf jeden Fall, dass da noch was ist. Dogmeat steht auch wieder auf dem 4-Pfoten. Sehr nett. Oh, hier gibt es haufenweise Dosen. Die nehmen wir natürlich mit. Die lassen wir nicht umgucken. Die Schütz hat noch ein paar 5-5-6er Patronen und ein Dogmeat. So. Oh, hier sind noch mehr Dosen. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall vom Schrott her. Aber wir müssen unseren Schrott dann auch irgendwann mal loswerden. Oh je, hier sind noch mehr Dosen. Okay, damit können wir einen eigenen Jahrmarktstand aufmachen für Dosen werfen. Okay. Oh, da vorne ist eine Stimbox. Ich hoffe da. Oder eine erste Hilfebox vielmehr. Ich hoffe da. Ist das kein schlechter Zo. Nee, okay, das ist bloß eine runtergekommene Neonleuchte. So, hier haben wir nochmal ein Stimpack. Redaway aufbereitet in Wasser. Wir können ja mal einen Blick werfen. Aha. Oh je, ich befürchte, wir kriegen die Tür am Terminal auf und der Terminal kann man nicht hacken. Hey, Meister. Ha, okay. Gut. Haben wir das gesehen? Ich glaube, wir können hier hin. Das war's. Außerdem, wir jetzt noch vielleicht Schlüssel für die Tür finden.
oder ein Weg durch die Lüftungsschächte. Naja, gut, das sieht nicht so aus. Oh, hier vorne ist ja noch mehr. Na gut, Vorratslager, klar. Aber die haben wohl die ganzen Vorräte geplündert und die ganzen Dosen schon gegessen. Also, nichts mehr hier mit Ravioli oder so. Ne? So, dann werden wir uns hier dem Gang widmen. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Sieht ein bisschen aus wie eine Kanalisation. Mhm. Okay. Oh, oh. Auwei. Na, wir haben zum Glück Simpex gefunden. Zum Glück tragen wir eine Rüstung. Okay, jetzt sind wir auch nicht mehr verkrüppelt. Die hätte uns doch gleich mal bei der Gelegenheit verkrüppelt. Gut, na gut, dass wir vorsichtig waren. Zumindest so weit. Oh, wir haben uns gerade ein bisschen verstrahlt. So, Fleisch vom Mischlingshund. Was haben wir denn hier noch zum Essen? Hier röstet das Meierlöckfleisch. Das ist doch nett. So. Dann versuchen wir das mal weiter. Ich hoffe, wir finden nicht eine weitere Mine. Erstmal vorsichtig hier. Wenn wir jetzt da runter gehen, passiert doch gleich was. Nee. Oh, oh, hier sind krabbende Füße zu hören. Ich hoffe, das ist Dogmeat. Und nicht schon wieder eine Mine. Na, ah, wir haben schon wieder verkrüppelt. Ach. Oh, Simpex. Verkrüppelung weg. Zum Glück heilt das ja sowas. Ah, warum wir so viele warum wir so viele Stimpacks gefunden haben. Ich glaube, wir müssen noch vorsichtiger vorgehen hier. Ihr Meinheit. So. So, wo ist die nächste Mine? Keine zu sehen. Oh, ab jetzt bloß noch ein Tippel schritten. Nee, keine weitere Mine zu sehen hier auf dem Boden. So, und da vorne scheint auch nichts weiter zu sein. Was ist das da? Das ist nur... Mit. Hm? Hier war eine Stimme zu hören. Ja, da unten ist irgendwer. Da ist ein Räder. Räder abschauen. Oh, der ist erledigt. Oh, da ist noch einer. Noch ein Räder Psycho. Ist das eine Brille oder warum leuchten die Augen so hübsch? So, Freundchen. Der ist hier müde. Niemand ist hier müde. Nicht da verstecken. Was soll denn das jetzt hier? Versteckt der sich da hinter der Säule und kommt nie raus. Oh, steckt den Kopf raus. Wir nur den rechten Arm wegschießen. Na, dann machen wir das mit dem Arm. Bitteschön, du hast es so gewollt. Watz mal wieder. Noch eine ganze Weile. Wie wollen wir das Spielchen hier noch machen? Kommst du mal hinter der Säule davor? Aber wir kommen da nicht wirklich gut runter. Na, mach. Also irgendwie ist ja schlecht zu treffen da unten. Tö. Okay, jetzt reicht's. Jetzt gehen wir da runter. Ich habe irgendwie die Schnauze voll von dem. Oh, Freundchen. So, erledigt. Hätten wir gleich machen sollen. Und hier ist auf jeden Fall noch jemand weiter zu hören. Und wir brauchen dringend... Was? Oh je. Wir brauchen dringend ein paar HP. Gar nicht drauf geachtet gerade eben. So, Marwurfsratten haben. Nehmen wir mal drei von. Dann war ich wieder voll. Oh wei, das war eben knapp. So, hier haben wir den ersten von den Birnen. Schrotpatronen dabei ein Stimpack. Sehr schön, kriegen wir ihn wieder. So, noch eine Munitionskiste. Die können wir so ja aufsperren. Dafür reicht unser Schlosserknacken-Skill. So. Und da ist auch schon offen. Sehr schön. Cool. 10mm Patronen, sehr nett. So, hier haben wir noch eine Tür, die wir aufsperren können. Und wir haben noch einen Raider hier irgendwo, der quatscht. Mal sehen. Ich glaube, wir sollten uns erstmal um den Raider kümmern. Und um den Raider, den wir hier looten können. Kronkorken dabei, 10mm Patronen. Und der Rest ist uninteressant. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. So, dann machen wir weiter. Sehen, ob wir jetzt. Und hier war noch ein Geschütz zu hören, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. Was zum Teufel war das? Ja, das ist noch ein Geschütz. Eindeutig. So, erstmal immer schießen lassen. Dann versuchen wir das Geschütz mal zu kriegen. Eigentlich sollte man da irgendwie eine Granate um die Ecke werfen. Nur die Gelegenheit, Granaten mal zu belegen. So, wo haben wir denn die Granaten? Die müssen eigentlich bei Munition sein. Ne, die sind bei Waffen. Finde ich immer ein bisschen verwirrend. So, Splittergranaten haben wir auch hier genug von. So.
Halte die linke Alt-Taste zurück und lass wieder los, um Granaten zu werfen. Gut, und wir werden es uns auch noch belegen, falls wir so mal wechseln wollen. Legen wir die mal auf die 7, so. Und dann werden wir mal Granate darüber werfen. So. Ich hoffe, das hat was ausgemacht. So. Das klang gut. Da wurde den Wähler erwischt. Hervorragend. Und mal gucken, was der Geschütz noch hat. Also wie das wir uns drum kümmern müssen, definitiv. So, erledigt. Hervorragend, haben wir das. Wieder ruhig, hervorragend. Sehr, sehr schön. Ach, von wegen ruhig, da ist noch einer. So, der Raider-Abschaum hier hat 8-30er Patronen, wieder ein Stimpack. Sehr schön, kriegen wir unsere Stimpacks, die wir verbraucht haben, wieder. Das gefällt mir. So, wir haben ja offensichtlich was wirklich Größeres gefunden. Aha, schon wieder ein Raider mit einer großen Klappe. In Ordnung, da kümmern wir uns gleich drum. So, aber erst nachdem wir uns hier umgeschaut haben. So viel Zeit muss sein. Oh, hier haben wir noch ein Schloss, was wir aufknacken können. In den Werkzeugkoffer. Und das ist interessanter jetzt, interessanterweise jetzt für Einsteiger jetzt hier alles. Also reicht der Schlösser. Ja. Knacken-Skill Teil 1, Stufe 1. 308er Patronen drin, 45er Patronen, Jagdgewehr. Und eine perforierter leichter Impro-Revolver oder Pistole. Gut, das können wir da lassen. Oh, sehr schön. Das gibt ja auch immer noch ein paar XPs. Apropos, wir haben ja auch noch ein Level-Up übrig. Ich glaube, wir werden mal ganz kurz hier nochmal einen Moment davon haben, eine Falle. So. Das war eine Falle. Naja, ich denke schon, dass wir gewinnen können. Ja. Wir haben auch Spaß. Oh. Erledigt. Der eine. Und der zweite versteckt sich. Oh, oh. Schon wieder verkrüppelt. Oh, Stimpack. Sag hier laufen. Fertig. Dogmeat hat ihn da wohl den Boden. Ne? Naja, festgesetzt. Hier in der Ecke. So, erledigt. Hervorragend. Gut. Haben wir jetzt hier eine Sackgasse gefunden. Sieht nie, ja, oder? Ne, da jetzt irgendwie weiter. Okay. So, der hat 45er Patronen dabei. Ja, den Rest können wir ignorieren. Oh, wir haben die nächsten Raider. Da unten ist noch einer. So. Hier kommen wir jetzt mal mit der Impro bei. Hat er nicht wirklich Schaden? Ich sag ja immer wieder, was taugt nix. Solange man noch so einen niedrigen Wahrnehmungsskill hat. So, erledigt. So. Gut, hier ist noch irgendwas, was hier Fahr anzeigt. Was haben wir hier noch? Ah, wir sind auf der anderen Seite von der Tür. Das ist natürlich sehr nett. Hervorragend. Na, dann sollten wir uns mal der Gefahr noch widmen. Da ist er. Oh. Mit der Schrotflinte können wir aber auch. So, erledigt. So ja nicht mich. So. Gucken wir uns den hier mal ganz kurz an. 7 Schrotpatronen, der Rest ist egal. Wo ist die andere gestorben? Hier. 308er Patronen, 2 Stimpacks, sehr nett. Unsere wieder verbrauchten Stimpacks zurückgekriegt. Ich glaube, da zählt jeder im Hintergrund mit. Hier haben wir ein Terminal. Das ist das von der anderen Seite. Ja, ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ach nee. Ach, ist von beiden Seiten zugänglich. Können wir auch nicht aufkriegen. Na, das ist ja ein Ei. Na, so was. Kommen wir nicht ran. Und hier sieht nichts aus, als könnte man hier irgendwas Schlüsselkarte oder so finden. Eine rote Farbe, eine Blutdose. Oh, jetzt sind wir überladen. Das ist nicht gut. So, dann würde ich aber sagen, ich glaube, wir sind soweit mit dem hier durch. Oh, da ist auch noch eine Tür. Können wir kurz was wegwerfen. Ah gut, okay, ich würde jetzt sagen, machen wir das anders. Hier schauen wir uns beim nächsten Mal weiter um. Und zwischen der Folge oder bis zur nächsten Folge werde ich mal Dogmeat noch ein bisschen was aufs Auge drücken oder was wegwerfen. Und dann geht's hier weiter. Für heute soll es denn erstmal gewesen sein. War ja ganz spaßig hier. Oh, hätte gerne gedacht, dass wir noch so ein großes Areal entdecken hier bei der Gelegenheit. Ja, das war die Sache hier erstmal mit dem staatlichen Vorratslager und ja, dem Tunnel darunter. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge von Ort 4, wenn es hier dann weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.